Corona, Stichwort. Sie haben 2020, also genau in den Hochzeiten der Pandemie, die Resolution Antisemitismus entschieden bekämpfen, initiiert und dann auch im Bayerischen Landtag verabschiedet. War das jetzt ein Zufall oder haben Sie einen Zusammenhang gesehen zwischen dem Erstarken des Antisemitismus und Corona? Ich habe also ein Erstarken des Antisemitismus haben wir schon auch vor Corona festgestellt und gesehen. Und das war dann auch so auch Auslöser mit, dass man hier eine Resolution also verabschiedet, dass wir hier uns im Bayerischen Landtag entschieden gegen jede Form von Antisemitismus stellen. Und es ist dann natürlich, sagen wir, ja, in die Zeit von Corona mit reingefallen, aber es lag natürlich auch im Hinterkopf auch die Daten, wenn man sagt, 2020 waren 75 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus, 75 Jahre Ende der Shoah und dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in ja, Mitteleuropa, in Europa, dann sind es Daten, die natürlich auch da aufgegriffen werden. Und wenn man über das jüdische Leben redet, also 1700, ich denke, dass das jüdische Leben in ja, Deutschland wesentlich älter ist als diese 1700 Jahre. Die kann man jetzt einmal belegen. Aber wie schon die Römer auch noch in der vorchristlichen Zeit nach Deutschland kamen, also nach da, in die römischen Provinzen, da waren sicher auch jüdische römische Bürger mit dabei. Also ich denke, dass am Rhein schon Juden gelebt haben, bevor es überhaupt jemals ein Germane da den Fuß dorthin gesetzt hat. Also ich, das, was will ich sagen, also das Judentum in Deutschland ist wahrscheinlich älter wie das, die sich auf ein vermeintliches Germanentum berufen. Also das ist das eine. Deswegen ist es wichtig, dass man hier also auch sag mal, das Judentum auch mal entsprechend also den Stellenwert ergibt, den es eigentlich in unserer Geschichte auch haben sollte. Was ich mit Corona natürlich schlimm finde, und Frau von Schnurbein hat es auch schon gesagt, also diese Verschwörungsmythen, die da jetzt auftauchen und die ja einen mehr oder weniger latenten und verdeckten oder offenen Antisemitismus mit in sich tragen. Also das, und wir leben jetzt in einer, ja, zeitlichen Umbruch, einem gesellschaftlichen Umbruch, wo natürlich bei den Menschen auch Ängste entstehen. Aber da, das sind besonders, ja, sensible oder gefährliche Zeiten, weil dann sucht man natürlich immer irgendwo Schuldige. Und da laufen die Mechanismen jetzt mit diesen Verschwörungsmythen genauso ab wie im Mittelalter. Und die Verschwörungsmythen heute ist der Aberglaube von damals. Das ist eigentlich ein Trauerspiel für eine aufgeklärte Gesellschaft, die, wo wir sagen, wir wollten eigentlich die Errungenschaften der Aufklärung, also einer modernen, zukunftsgewandten Gesellschaft. Und jetzt fällt ein Teil also fast also in mittelalterliche Zustände. Was dann besonders erschreckend ist, dass dann solche Verschwörungsmythen auch noch, ja, unterstützt werden von höchsten Kirchenmännern. Und das finde ich also etwas, was zutiefst erschreckt und da Strukturen aufzeigt, die man eigentlich überwunden meinte. Und das heißt, dass wir als eine Gesellschaft, die sich auch auf Wissenschaft und auf Fakten beruft, dass wir diesen Aberglauben gegenüber auch streng sein müssen. Und so wie man im Mittelalter dann also ja dann Sündenbocke gesucht hat, so versucht man es heute auch wieder. Und da muss man eben halt dagegen treten. Und deswegen war also für mich auch diese Resolution ganz wichtig, dass man hier auch als freiheitsliebende Fraktionen im Landtag ja, das mit allen bis auf eine Oppositionsfraktion erarbeitet und uns da zusammengesetzt, um das zu formulieren, dass wir das auch verabschiedet haben, weil wir sagen, als Juden gehört zu uns, gehört zu Bayern, gehört zu Deutschland. Und letztlich, vielleicht muss ich auch so sagen, also auch wenn man sich aufs Christentum beruft, aber das Judentum ist unser älterer Bruder und Jesus war auch Jude. Und das Christentum war zu Beginn eine jüdische Sekte. Und es ist in der christlichen Lehre sehr, sehr, sehr viel Jüdisches also vorhanden. Und von so her sind wir hier also ja, Geschwister. Also und da
muss man sagen, muss man auf Geschwister muss man aufpassen gegenseitig und deswegen muss man hier auch, wenn man es von einer christlichen Religion aussieht, also auch sehr vorsichtig sein und aufpassen, weil wenn man die Geschichte des Nationalsozialismus anschaut, die Christen wären die Nächsten gewesen. Und von so her müssen wir hier alle eben gewarnt sein und Flagge zeigen.